You stumbled onto the subway late at night, headed home after a long day. But you're beginning to realize that things aren't quite right on this train. It isn't making any of the usual stops, and the passengers all look a little strange. As the train finally rolls to a stop in front of an unfamiliar old cemetery, you have a sinking suspicion that you've reached the end of the line. Ja, hallihallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren und hoffentlich spannenden Wimmelbild-Abenteuer. Wir gehen auf den Friedhof, wer hat's gedacht, es war ja gar nicht mal im Vorspann zu sehen. Und unsere Aufgabe wird es wahrscheinlich sein, ein paar verlorene Seelen zu retten. Wir spielen den vierten Teil der Redemption Chemistry-Reihe, die Rettung der Verlorenen. Ja, ich hoffe, der Ton stimmt, ich glaube aber fast, es ist ein bisschen zu laut. Und deswegen muss ich das nochmal ganz kurz ein bisschen leiser machen, damit du beim Zuhören nicht taube Ohren bekommst. So, ja. Es ist bunt. Zumindest hier in der U-Bahn ist es noch sehr bunt. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wir nehmen mal die Mitte. Und sind auch tatsächlich direkt auf dem Friedhof gelandet. Der kleine Hund ist aber, glaube ich, nicht der gleiche, der in der U-Bahn gewesen ist. Ja, der will uns auf irgendwas aufmerksam machen und ich habe noch keine Ahnung was. Komm schon, Kleiner, möchtest du nicht von hier verschwinden? Okay, wo ist dein Ball? Der ist hier drin. Und da müssen wir erstmal alles wegmachen. Was haben wir denn hier? Ich könnte diese hungrigen Käfer noch gebrauchen. Okay. Hier schon mal ein Ast mit Wachs. Ein Ast mit Wachs. Wozu auch immer wir den brauchen. Kann ich weitergehen? Nee. Weiter geht's erstmal nicht. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine Flasche. Hier ist Ast mit Wachs. Das müssen wir entweder abschneiden oder meine Lieblingsvernichtungswaffe, das Feuerzeug. Aber ich habe hier noch keins. Hm, kann man die einsammeln? Tatsächlich. Holznagekäfer. Na den. Könnte auch Termiten dazu sagen, aber egal. Nein. Also doch. Okay. Dann machen wir das so. So, hier ist erstmal der Ball. Und hier ist etwas, wo wir noch ein bisschen... Ja, ich glaube, da brauchen wir noch was. Dann werfe ich mal den Ball. Ups. Okay, also ja. Der Hund hat Federn gelassen, das ist nicht so gut. Ein Staubwedel. Nein, wir haben einen Staubwedel. Oh mein Gott. Ja gut, kann man hier noch irgendwas machen? Ah, man kann weitergehen. Hier ist der Hund. Hier ist eine junge Dame. Die möchte uns bestimmt erstmal was mitteilen. I am Hina, the keeper of the cemetery. You have been chosen to help the restless souls here find peace. Only then can you return home. Na, ist ja nett. Ich bin Hina, die Wächterin dieses Friedhofs. Du wurdest auserwählt, den rastlosen Seelen hier dabei zu helfen, inneren Frieden zu finden. Erst dann kannst du nach Hause zurückkehren. Your dog will stay with me. It will not be harmed, but it will not be returned until you have completed your task. Dein Hund bleibt bei mir. Ich werde ihm nicht zuleide tun, doch du erhältst ihn erst nach Erledigung deiner Aufgabe zurück. Na, ganz toll. Ein Geist, der unseren Hund als Geisel hält.
yours will be a difficult journey, mortal. Take this raven. It will help you gather things that are out of reach. Okay, können wir irgendwas machen mit dem Hund? Nee, der steht da einfach nur rum. Ach, Moment, hier ist ein Blatt Papier. So, hier haben wir die Kräfte des Rabens, Kraft des Wassers. Dann haben wir Kraft der Erde, Kraft des Feuers und Kraft der Luft. Okay, das werden wir wahrscheinlich alles brauchen. Ah, ich verstehe, das muss alles eingesetzt werden und dann können wir den Hund befreien. Na gut, der scheint erstmal gut aufgehoben zu sein, das ist ja schon mal etwas. Wir suchen erstmal, was hier so los ist. Kann man den Holzbalken vielleicht mal schon mal wegmachen? Was haben wir überhaupt im Inventar? Ein Staubwedel. Ja, RIP. Ja. Ja. Okay, hier hat irgendjemand seine Zähne verloren. Okay, hier haben wir eine Schlange. Da müssen wir den Baum irgendwie ein bisschen vergrößern. Hier haben wir schon mal einen Kristall, den brauchen wir ja für die andere Seite. Den Eingang, wo wir waren. Kann ich da irgendwie Staub wischen? Nee, kann ich nicht. Okay, gehe ich nochmal zurück. Kann man hier lang? Oh, wer bist du denn? Kille, Kille. Kille, Kille. Ja gut, er möchte nicht mit uns reden. So, da müssen Kugeln hin, okay. Eine haben wir ja schon im Baum gesehen. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo die hin muss. Was haben wir denn hier geradeaus? Oh, der ist auf jeden Fall auch nicht mehr ganz so frisch. Der war schon lange nicht mehr an der frischen Luft. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Folge mir. Okay, das scheint also der erste Geist zu sein, den wir retten sollen. Beziehungsweise, wo wir irgendwie eine Aufgabe bekommen. Ja, toll. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwie da durchgehen können. Nur ein Geist würde es durch dieses Tor schaffen. Ich muss herausfinden, wie es sich öffnen lässt. Jupp. Ich hoffe nicht, dass wir sterben müssen. Dann gucke ich mal hier. Die ist ja auch mal gerade so ein bisschen umgefallen. Wenn die Statue ursprünglich eine Halskette trug, hat sie vielleicht auch noch anderen Schmuck getragen. Ja, zumindest ein Armband hat sie noch. Hier ist auch noch ein Armband. Okay, da müssen wir also Schmuckstücke suchen. Fängt an zu gewittern, glaube ich. Der Schmetterling sieht auch lustig aus. Ah, hier ist schon mal die Halskette. Können wir hier noch irgendwas machen? Ne, hier müssen wir irgendwas zum Ausbuddeln suchen. So, junge Dame, hier hast du deine Halskette. Hm? Da fehlt noch ein Armband. Ein Krähenflügel, okay. Oh, wir haben eine Karte. Ja, das ist mal sehr schön. Also die beiden Schauplätze haben auf jeden Fall noch, nee, drei sogar, haben noch einiges zu erledigen. Sieht man daran, Aufgaben ist immer mit einem Ausrufungszeichen. Und, ja, gehen wir mal dahin. Moment, wie heißen die Orte eigentlich? Durchgang, Hena und U-Bahn. Ah, da können wir noch was machen. Okay, aber wir haben ja nicht so viel im Inventar. Kristall können wir an der U-Bahn lassen, klar. Den Staubwedel weiß ich noch nicht. Vielleicht kann man den hier irgendwie einsetzen. Nee, kann man nicht. Auch nicht. Okay. Na gut, dann gehe ich mal zurück. Bei Hena ist auf jeden Fall auch noch was zu machen. Wahrscheinlich bei dem jungen Mann hier. Aber ich habe keine Ahnung, was der da festhält. Oder ob es überhaupt ein Mann war. Ja.
auch nicht. Ja gut, wir können ihn begrapschen, das war's auch. So, hier fehlt wahrscheinlich ein Krähenflügel. Jawohl. Mhm. Ah ja, hier sind wir wieder. Der Balken muss ja irgendwie wegschauen, dass man den nicht einfach wegschieben kann. Da kommt man nicht ran, das ist die erste Kugel. Hier ist eine Fledermaus mit den Zehen. Auch nicht. Ach, Moment mal. Haben wir nicht einen Raben bekommen? Wo ist denn der? Da. Der Rabe ist noch nicht bereit. Na toll. Es gewittert, aber zum Glück regnet es nicht. Es ist sehr schön. Dann werden wir wenigstens nicht nass. Okay, ich gehe mal hier zum Eingang und setze das schon mal ein. Da fehlen allerdings noch ein paar. Hier kann man nicht hin, nee. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, hier fehlt immer noch Schmuck. Tja, wie grabe ich das denn aus jetzt hier? Komm, mit einem Staubwedel. Ist doch logisch. Nö. Oh, wir haben ein Buch. Sicher jetzt erst. Geister existieren also doch. Ich weiß nicht, was mich mehr überrascht. Die Tatsache, dass ich Geister sehen kann oder dass ich ihnen helfen muss. Doch ich habe keine andere Wahl. Wenn ich mich und meinen Hund retten möchte, muss ich tun, wonach sie mich bitten. Aha. Das hatten wir ja schon. Ich bin in einem geheimnisvollen Friedhof gefangen, in dem ein Geist meinen Hund als Geisel hält. Sie sagt, dass sie uns erst freilassen wird, wenn ich einige gequälte Geister freigesetzt habe. Doch mir steht jemand zur Seite. Sie haben mir einen magischen Raben gegeben. Na, ist das nicht nett. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay, wir haben also ein Buch, das darf ich nicht vergessen, immer mal zu lesen. Ja gut, da komme ich ja nicht hin. Gibt es hier noch irgendwas zu machen? Der hat irgendwas in seiner Hand. Vielleicht ein Staubwedel? Nö. Auch was in der Hand. Möchtest du ein Staubwedel? Auch nicht. Keiner möchte ein Staubwedel. Dabei gibt es auf dem Friedhof so viel zu putzen. Aber ich kann hier nichts machen. Ja gut, wo gehen wir denn mal hin? Ist eine gute Frage. Da gibt es nichts zu tun. Also gehe ich nochmal hier hin. Hab ich hier irgendwas übersehen? Also nehmen kann ich hier nichts. Da geht es nach rechts. Eigentlich ist hier doch gar nichts weiter zu tun. Also wir haben die Statuen, die ich jetzt erst sehe. Okay, hier bitte, nimm die Kraft der Luft für deinen Raben. Dankeschön. Hilfe? Der Rabe kann dir helfen, an schwierigen Stellen Objekte einzusammeln. Das ist aber sehr nett. Okay, dann brauche ich jetzt erst doch alle Elemente. Moment, ich gehe mal zum Baum. Wo kann der Rabe jetzt... Die Kraft der Luft. Entferne alle Kacheln mit Hilfe der Hinweise oben rechts, um die Kraft der Luft aufzuladen. Jede Kachel wählt drei Elemente an den Seiten der Pyramide aus. Finde die Kachel, die genau die Elemente aus dem Hinweis rechts auswählt. What? Die wollte ich doch. Bin ich überfordert? Nochmal. Jede Kachel wählt drei Elemente an den Seiten der Pyramide. Eins, zwei. Dann haben wir die. Und den gelben. Nee. Hä?
So, wir brauchen das Grüne, das haben wir jetzt. Das dreht sich auch. Moment, so. Was ist nicht das Richtige? Ist auch falsch. Ist aber schwer. Hä? Ja. Das haben wir ein bisschen kompliziert gemacht, glaube ich. Okay, da ist was kaputt gegangen. Mhm. Ich klicke jetzt einfach mal alles an. Geht hier noch was kaputt? Nö. Schade. Also wir brauchen ja die hier. Aha. Und jetzt ein nach unten. Nee. So, und jetzt ein nach oben. Und das ist blau. Wir bauen aber rot. Verdammt. Was ist das denn für ein komisches Spiel? So, und jetzt muss ich zu Rosa. Aber wie komme ich zu Rosa? Ja, dann ist wieder blau. Ist doch merkwürdig. Gelb und das ist jetzt blau. Ich hätte aber gerne den rosanen, den. Ja, und der ist jetzt auf der linken Seite auch rosa. Ist der richtig? Den nehme ich jetzt mal. Okay. So, dann haben wir die Sonne. Die ist rot und grün. Ja, und grün. Aha. Okay. Da war schon wieder dieses komische Zeichen. Hatte ich doch gerade schon. Oder muss ich dann von vorne anfangen, wenn was falsch ist? Und dann können sie das aber hier vergessen. Mal. So, rosa. Komme ich denn auf rosa? Hier ist rosa. Gelb, ich weiß es nicht. Nochmal dieses Zeichen. Also, das finde ich jetzt nicht so spannend. Grün. Nochmal das Zeichen, hä? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das dann jedes Mal machen muss. Das wäre natürlich fatal. Achso, oh, verdammt. Den. Okay, aber man sieht schon mal ein Gesicht. Jetzt haben wir schon wieder die Sonne. Grün und gelb. Das muss doch in der Mitte. Ich nehme das mal. So, grün, in der Mitte gelb und dann dieser komische Kreis. Gelb. Okay. Machen wir den Stern das erste Mal. Rosa und den. Okay, es wird einfacher.
Okay, es ist Mr. Wind. Machen wir schon wieder die Sonne. Nee, der war nicht. Okay. Nun kann mein Rabe also fliegen. Ich sollte einen Bereich suchen, um dies zu testen. Na, dann wollen wir es doch mal austesten. Wir haben noch einen Einsatzort. Da. Finde das Element Luft, im Spielverlauf wirst du neue Kräfte freischalten, die dem Raben ermöglichen, dir auf verschiedene Weise zu helfen. Wähle den Kristall, um den Raben zu laden. Mhm. Okay, ja, das ist wirklich äußerst nett. Der Rabe hat uns zu dritten Zehen verholfen. Was vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist. Man kann es auch kombinieren. Ich weiß noch nicht mit was. Das werden wir aber herausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals bei dir fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch einen Daumen hoch da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.